Weniger bekannt, aber sehr umworben, ist die Pax Rally. Dieser kleine Bruder des Dakar fand letzten September in Lissabon statt. Die besten Piloten auf 2 und 4 Rädern haben an dieser Veranstaltung teilgenommen. 5 Monate nach den ersten Dakar Series traf sich der Rennzirkus Anfang September in Portugal zur 2. Etappe dieser Serie. Unter den 110 Teilnehmern fand man bei Volkswagen Carlos Sainz, Ginelle de Villiers und Dieter Depping, die ihr gutes Ergebnis bei der CER gegen Mitsubishi, die mit Stefan Peter Hansel, Luc Alphand und Nani Roma dabei waren, bestätigen wollen. Bei den 2 Rädern waren Cyril Desprez, David Casteo und Marco Coma dabei, aber auch die besten portugiesischen Fahrer, wie Ruben Faria und Helder Rodrigues. Auf dem Programm standen 1500 Kilometer über die engen, staubigen Pisten von Lissabon in den Süden des Landes, nach Portimão. 829 Kilometer davon auf 6 Spezialetappen verteilt. Und das alles unter einer drückenden Hitze. Auch bei diesem Rennen war der Kampf um den Sieg in jeder Kategorie spannend, vor allem bei den Motorrädern, wo der Lokalmatador Ruben Faria seine Kenntnisse des Geländes und die Wendigkeit seiner kleinen 450 nutzt, um sich knapp vor den Meistern Cyril Desprez und Marc Roma durchzusetzen. Aber auch bei den Quads, wo der Portugiese Luis Engeitado vor dem Franzosen Hubert Détrieux gewinnt. Bei den Automobilen bleibt der Deutsche Dieter Depping an einem Baum hängen, während sein Teamkollege Carlos Sainz knapp vor den Rivalen von Mitsubishi, Stefan Peter Hansel, gefolgt von Luc Alphand, an der Spitze ist. Die beiden Spitzenreiter kleben das gesamte Rennen über aneinander, aber dank eines kleinen Fahrfehlers des Spaniers im letzten Abschnitt gelingt Peter Hansel mit 16 Sekunden Vorsprung vor Sainz der Sieg.